und herzlich willkommen auf unserem Kanal Brevels Pudelrudel. Was heute kommt, das habt ihr schon einmal in ähnlicher Form gesehen, aber wir werden die Kleinen noch einmal wiegen. Sie haben nämlich mächtig zugenommen. Und zum Schluss stellen wir euch die kleinen Racker noch einmal in einer Einzelaufnahme vor. Schaut einfach zu, bleibt bis zum Schluss dabei. Super. Auf geht's zum Wiegen. So, ich fange mal mit Abby an. Da regelt sich gerade die kleine Ember. Aber ich nehme jetzt erstmal den Alex. Hallo Alex. Jo. Alex hat heute schon die 500 durchbrochen. Was? Nein. Das wäre aber ein Hammer. Nee, hat er aber nicht. Der war gerade eben, ich glaube, noch mit auf dem 441. Ja, okay. Jetzt kommt Anja. Die schwarze Maus. Und last not least müsste da sein die Ember. Ja. Die Schnarchnase. Ja, Ember ist ganz müde. Dann haben alle so, echt heute ordentlich zugenommen. Ja. So, und jetzt wollen wir uns noch mal alle viel genauer anschauen. In unserer kleinen Zwischenlagerbox. Unter dem Handtuch ist eine etwas mehr als handwarme Wärmflasche. Guckt mal. Ja, damit den beiden, den Vieren auch nicht kalt ist. Weil sie können ihre Körpertemperatur noch nicht wirklich selber halten. So, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen kleinen Wesen an. Fangen wir mal an. Vielleicht nimmt Mama sie mal raus, dass wir sie mal genauer sehen können. Das Schnütchen und auch die Pfötchen, die haben sich nämlich mittlerweile schwarz gefärbt. Die waren zart rosé. Hier noch nicht alle. Nee, noch nicht. Kann so ganz. Kann auch sein, dass es so bleibt. Zwischendurch ist da noch was roséfarben. Da haben wir die. Ember ist das, ne? Das ist Ember, ja. Ja. Und jetzt gucken wir mal beim Alex. Komm her, Knicki. Da haben wir den Alex. Die Äuglein gehen langsam auf, wie ihr seht. Ja. Da sind so ganz leicht erkennbare Augen. Ja, alles doof, ne? Alles doof. Ja, ab ins Nest. Okay. Und dann nehmen wir jetzt mal die Abby. Die hellste von allen. Da sieht man auch schön die Schwarzen. Ja, alle schön gut. Mittlerweile schwarz durchgezeichnet. Ja. Auch das Näschen, auch das ist schwarz. Genauso wie der, der da gerade ankommt, von hinten. Der da hinten gerade ankommt, der Arti, der.
So. Und jetzt haben wir noch die Ania. Ania ist erkennbar die dunkelste von allen. Da brauchen wir gar nicht gucken, denn das ist sowieso dunkel. Warte, so. Na, dann kann die Ania auch wieder zurück. Wie gesagt, heute ist der 10. Tag. So ganz langsam gehen die Äuglein auf. Die Kleinen werden immer mobiler. Der Alex, der ist heute Morgen schon wieder ausgebüxt. Aber wir waren ja zur Stelle. Die Amy, die macht das alles ganz toll. Und morgen... Morgen geht's auf große Reise. Morgen geht's das erste Mal zum Tierarzt. Aber da könnt ihr auch dran teilhaben, wenn ihr wollt. Dann bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Und wie versprochen, hier die vier kleinen Racker nochmal in der Einzelvorstellung. Da haben wir einmal den Alex, gefolgt von der Amber. Danach haben wir die weiße Abby. Und last not least, die ganz schwarze Ania. Und auf dem letzten Foto könnt ihr schon die leicht geöffneten Äuglein sehen. Sind wir mal gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao. Und ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und Ati und